Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Noch gar nichts gemacht und schon Blumen. Hallo, liebe Schlagerwie-Freunde, herzlich willkommen zur 1732. Folge. Und ich musste erst 75 Jahre alt werden, um einen so schönen Rahmen zu bekommen, wo ich hier jetzt drin Meinst stehe. Meinst du uns? Sag mal, Frederik Petra Kuschnick. Lieber Heinz Beermann. So, meine lieben Freunde, und jetzt kommt ein Gesangsduo hier raus, ein Paar. Ich weiß nicht, wie oft wir hier auf dieser Bühne gestanden haben im Pressefest. Sie waren dann immer die Schlussnummer. Und immer zwischen Frühstück und Gänsebraten, wenn wir die ganze Nation in die Küche schickten, zum Kartoffeln aufsetzen, dann kamen die ganz schnell zurück, denn sie wussten ja, wer hinterher dran war zum Abschluss der Sendung. Und so haben wir heute Sommernacht und roter Wein. Und dann gibt's den Schlagermeisterschuss mit Monika Hauf und Klaus-Dieter Hengler. Also, Margot, wenn ich ehrlich sein soll, jetzt sehe ich ein bisschen alt aus. Oh, Heinz, nein, wenn man nicht genau hinguckt. Nein, so meine ich ja nicht. Aber nach dieser wunderschönen Darbietung, da muss ich jetzt ganz profan plötzlich sagen, husch, husch, in die Küche Kartoffeln aufsetzen. Also, am besten ist, du lässt das husch, husch weg. Aha, und wie wär's mal, du könntest dich doch mal an die Herren Ehemänner wenden. Sie könnten doch heute mal die Kartoffeln aufsetzen. Du, na eben, na, das werden sie doch wohl können, was? Machst du's denn? Ich kann jetzt in die Küche gehen. Ich kann dich hier alleine lassen, Mann. Ah, doch, das geht sehr gut. Ich sage jetzt sowieso das Finale an mit Monika Hauf und Klaus-Dieter Hengler. Jawohl. Sag mal. Sag mal, könnt ihr euch vorstellen, dass während unserer Sendung schon einige ihren Festtagsbraten essen? Nein. Ja. Also da muss es doch bei denen anschließend auf der Tischdecke aussehen wie bei Hempels unterm Sofa. Ja. Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Ja. Stell dir mal vor, wenn wir hier geschunkelt haben und die haben gerade einen Suppenlöffel in der Hand und machen damit. Jaida. Oder wenn ein klassischer Pas de Deux getanzt wird, dann schneidet Papa vielleicht gerade den Braten und Omi titscht zu Hause die Klöße in die Soße. Das ist eine schöne Bescherung. Also wenn es stimmt, dass während unserer Sendung schon so fette Sachen verschlungen werden, dann müssen wir jetzt unser Repertoire ändern. Ja, da singe ich zum Beispiel Herz, Schmerz, die Galle, die zieht. Das ist eine schöne Bescherung. Ist nicht notwendig. Was singt ihr denn jetzt zum Finale? Das ist eine schöne Bescherung. Ja. Also ich meine, was ihr singt? Das ist eine schöne Bescherung. Das ist unser neues Weihnachtslied. Und das ist wirklich eine schöne Bescherung. Da können wir nur noch sagen, frohe Weihnachtsfeiertage noch allerseits. So ist es. Tja, und nun, liebe Zuschauer, Margot, ist es eigentlich soweit? Margot! Entschuldige mal, wie siehst du denn aus? Wie ein moderner Lyriker. Margot, wir wollen mal heute Kartoffel aufsetzen in drei Varianten machen. Und zuerst mit moderner Lyrik. Ja? Hier, lies. Also gut, Moment mal, ja? Moderne Lyrik. Also, was denn? Das soll moderne Lyrik sein? Das reimt sich ja. Das ist ja das Neue daran. Das ist ja das Neue. Beginne. Depravationen. Rotkraut Äonen. Depressiv. Küchenmief. Aufbruch der Frauen. Opa übt Kauen. Nebelgleich der Weg zurück. Sonnenreich, Bildschirm im Blick. Ein Seufzer bricht auf. Auf Hengler sind drauf. Applaus. Also ehrlich gesagt, so richtig gefallen hat uns das nicht. Ne? Also die zweite Variante, die könnte so ein bisschen optimistischer kommen. Ja, ein bisschen mit Musik. Ja, so zum Beispiel. Geh heute schau mich nicht so depert an, geh in die Küche, gleich geh zu Tisch. Ja, moinst mich? Hört's auf den Nein, aber da gefällt mir die dritte Variante doch besser. Hier nämlich mit Herrn Fuchs und mit Frau Elster. Na los, Frau Elster! Na, nun äußern Sie sich doch mal zu dem Problem. Also, liebe Kinder, seid so nett und helft eurer reizenden Mutti beim Kartoffelaufsetzen. Sagen Sie mal, Frau Elster, warum können eigentlich wir Männer das nicht tun? Na, das könnte dem so passen.
in meiner Küche Kartoffeln aufsetzen. Der würde sich ja das schönste Stück vom Festtagsbraten in den Fang reißen. Das ist unerhört, ja, Frau Edster. Und außerdem würden Sie an meinen Kühlschrank gehen so? Und sich noch eine Flasche rausholen, mein Lieber. Wie gut Sie mich kennen. Ja, ich möchte nicht, dass Sie angetüdert zum Weihnachtsessen zu mir kommen. Und Sie wissen ja, Alkohol füllt man von einer Flasche in die andere. Ja, Sie haben es gerade nötig. Zu verhindern, bleibt es natürlich dabei, dass wir Frauen die Kartoffeln aufsetzen. Jawohl, und dann hinterher schön in Ruhe genießen wir dann Monika und Klaus. Dann wünschen wir von Haus zu Haus mit herzlichen Grüßen ohne Frage gesunde Feiertage. Jawohl. Tja, nun ist es aber an der Zeit, dass die Kartoffeln aufgesetzt werden müssen. Es sei denn, es gibt grüne Klies. Ja, meine grüne Klies haben ja unsere Bühnenarbeiter gegessen. Aha, und wie haben die geschmeckt? Ich habe keine Ahnung, sind ja noch in der Poliklinik. Ja, wie machen wir denn das nun mit den Kartoffeln? Ich habe eine Idee, pass mal auf. Ihr beide wart da auch in diesem Jahr wieder mit großem Erfolg international unterwegs. Dann nehmen wir mal so einige der Länder, wo ihr wart, und in der Sprache rufen wir auf in die Küche zum Kartoffelaufsetzen. Zum Beispiel in Frankreich. Was würdest du in Paris sagen, Klaus? Allez, à la cuisine, s'il vous plaît. Dann wart ihr in Wien. Ja, da ein bisschen mehr mit Charme. Ja, schauen Sie, Knifferau, würden Sie bitte in die Küche gehen und ja, die Kartoffeln aufsetzen. Dann wart ihr in der UdSSR, ihr wart in Kiew. Ja, Mila, ja, пожалуйста, идите в кухню и картошки на печь. Und jetzt seid ihr gerade zurückgekommen von einer dreiwöchigen Tournee durch Mexiko. Das wäre dann in Spanisch, also vaya la cocina y ponga las patatas, por favor. Na denn, olé! Ja, jetzt müssen wir den Zuschauern aber endlich sagen, dass sie die Kartoffeln aufsetzen. So ist es. Das sagen wir doch lieber den Zuschauerinnen, bitte. Ja, bitte, also ihr seid ja emanzipiert. Na, aber ihr doch auch, oder? Aber bitte, jetzt sagt ihr uns, was ihr noch singen werdet, ja? Ja, vielleicht kann man dazu sagen, dass wir im Augenblick gerade dabei sind, eine neue LP vorzubereiten. Mhm. Es ist übrigens die 14. Was? Ich habe noch nicht mal eine. Von uns oder von dir? Von mir. Und jedenfalls steht diese Schallplatte unter dem Arbeitstitel Lieder zum Träumen, Lieder zum Feierabend und vielleicht heute gleich mal eine kleine Kostprobe. In diesem Falle eine Komposition von Klaus. Es fällt ein Stern in die Dunkelheit. Ja, und egal nun, wer die Kartoffeln aufgesetzt hat, Hauptsache, alle Familien sitzen wieder geschlossen vor dem Bildschirm und erfreuen sich jetzt an Monika und Klaus. Und wir wünschen von Haus zu Haus mit sehr herzlichen Grüßen ohne Frage gesunde und frohe Feiertage. Na, das hat mir gefallen. Diese Melodie ist ja auch bei uns sehr populär. So. Aber jetzt warten Millionen an den Bildschirmen auf das Zeichen zum Kartoffeln aufsetzen. Momentchen, aber wir essen doch Semmelknödel. Nein, aber Hovenick, wir können doch jetzt keine Zeit, Semmelknödel zu fertigen. Warum nicht? Das Rezept ist ganz einfach. 500 Gramm Mehl, Salz, 3/8 Liter Milch, 2 Eigelb, 200 Gramm Semmeln, 30 Gramm Butter oder Kokosfett. Ja, aber das geht wirklich zeitreich nicht. Das Mehl wird in eine Schüssel gesiebt, etwas Salz und nach die in Mehl verrührten Eigelbe zufügen. Ja, den Teig so lange mit dem Rührlöffel schlagen, bis er geschmeidig und blasig ist. Ja, die Semmel in Würfchen schneiden, in Fett anrüsten und abgekühlt unter den Teig mischen, dann eine Weile rasten lassen. Aber Vaters Babel, wir können doch die Hausfrauen jetzt nicht in die Küche jagen, damit sie Semmelknödel anfertigen. Das geht ganz schnell. Mit nasser Hand zwei kleinere Rollen formen, in sprudelndes Wasser geben und 20 Minuten gar ziehen lassen. Mit einem breiten Schaumlöffel herausnehmen und mit einem Zwirnsfaden oder dem Knödelschneider in Scheiben schneiden. Ja, oder in den Finger schneiden. Glaub mir, die Zeit reicht nicht, denn jetzt wollen doch
Monika und Klaus drei Titel von ihrer neuen Langspielplatte vorstellen. Jetzt fehlt bloß noch, dass die Zuschauer von mir jetzt das Rezept haben wollen. Na, das ganz bestimmt. Ma bitte, dann schickt es ihnen. Wäre doch eine nützliche Beschäftigung für einen Rentner, nicht wahr, Oberheinz? Ja. Also, ich esse nie wieder Semmelknödel. Oh, das halte ich für ein Gerücht. Aber jetzt Schluss mit diesem Thema. Freuen wir uns auf Monika und Klaus. Ach, war das schön. Ja. Ein Weihnachtsgeschenk, nicht nur für unsere Zuschauer, auch für mich. Und da kann man ruhig mal ein kleines Opfer bringen. Oh, ja, aber sag mal, esst ihr immer so wenig Kartoffeln zum Gänsebraten? Ja, nur wenn ich sie schäle. Es ist auch gesünder. Naja, aber trotzdem, ich finde dich einmalig. Was? Margot, ich bin einmalig? Ja, du bist einmalig. Wieso bitte? Weil du der einzige Mann bist, der sogar zum Kartoffelschälen einen Smoking anzieht. Ja, aber ich bin auch aus einem anderen Grunde einmalig. Jetzt hört die ganze Republik auf mein Kommando. Ah. Alles in die Küche, husch, husch. Kartoffeln aufsetzen, ganz schnell zurück, husch, husch, wieder an den Bildschirm. Ja, und was wird aus den zwei Kartoffelchen hier? Moment, ja? Ja? Die trage ich höchstpersönlich in die Küche. Gut, und wir freuen uns auf Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler. Und was denn sag nun? Sag mal, Heinz, was hast du denn in der Kantine angestellt? Die Kollegen stehen ja bis zu den Knien in Klosuppe. Na und? Das ist sehr gesund, da haben sie warme Füße. Das muss nur noch, man muss das schön kalt werden lassen, dann Zucker und ein bisschen Zimt drauf, wird ein herrlicher Weihnachtspudding. Ja, davon können alle mitwirken in dieser Sendung und das ganze Publikum noch mühelos satt werden. Und außerdem muss ich dir sagen, wer seine Frau liebt, der geht am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihr in ein Restaurant essen. Naja, es wird dir ja auch nichts anderes übrig bleiben. Ja, natürlich bleibt es. Was soll ich auch anders machen? Aber egal, wenn Sie zu Hause speisen, meine Damen und Herren, ist jetzt das Signal zum Kartoffeln aufsetzen. Und ich hoffe natürlich, dass Sie Ihre Küche mühelos betreten können. Und wenn das Kloßwasser jetzt die richtige Temperatur hat, dann Achtung bitte, Klöße hineintun. Jawohl, und dann gleich wieder zurück an die Bildschirme. Ja, denn wir erleben jetzt... Moment mal, sind gar nicht alle da. Guck mal hier, Tante Lotti nicht und hier. Oma Hannelore, die... Gut, jetzt sitzen sie. Gut, jawohl. Also dann der Kinderchor und Monika Hauff. Und Klaus-Dieter Henkler. Na. Und jetzt kommt der große Moment. Republik aufgepasst und Republik weit. Ja, noch über die Grenzen hinaus können wir jetzt sagen. Ja. Wir haben ja eine Premiere. Kartoffeln bitte aufsetzen. Und wer Kartoffelklöße angefertigt hat, jetzt ins siedende Wasser und gar ziehen lassen. Eine Bitte noch. Schauen Sie bitte noch mal in der Küche nach, dass nichts anbrennt. Bitte nicht. Also unsere Sammlung an angebrannten Kochtöpfen reicht jetzt. Also bitte noch mal dran denken, ja? So, und traditionsgemäß singen zum Abschluss jetzt Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler. So, und jetzt kommen wir zu unserem Fernsehservice. Wir kommen zum Kartoffeln aufsetzen. Was wir 33 Jahre lang mit unseren Zuschauern geübt haben, das möchten wir jetzt auch allen neu hinzugekommenen empfehlen. Ja. Ob das nun Reis oder Nudeln oder alles sonstige ist, was Sie zum Festtagsbraten aufsetzen möchten. Es ist ein wunderschönes Gefühl zu wissen, dass jetzt überall in Deutschland alle Hausfrauen, vielleicht auch ein paar Junggesellen, jetzt in die Küche eilen, um die Kartoffeln aufzusetzen, um mal nach dem Braten zu gucken. Ja. Und wer Klöße vorbereitet hat, jetzt schön ins siedende Wasser tun, ja? So ist es. Und wenn das alles klar ist, noch mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann husch, husch, wieder weg von der Bratröhre, zack, vor der Fernsehröhre. So, sind Sie alle wieder angekommen? Prima. Denn wir haben traditionsgemäß, wie immer, vor dem Finale präsentieren wir zwei Künstler, die in diesem Jahre in Köln ausgezeichnet wurden mit der höchsten Auszeichnung der Volksmusik, mit der Hermann-Löns-Medaille. Und das ist ein Titel, den Klaus selber komponiert und getextet hat, Heimat. Ja, herzlich gratulieren wir Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler. Jawohl. Nun aber gut, jetzt kommen wir zu einem Fernsehservice, der in der Welt einmalig ist, können wir wirklich sagen. Denn nur einmal im Jahr bei uns hier am ersten Weihnachtsfeiertag wird das Signal gegeben zum Kartoffeln aufsetzen. Und nicht nur in den 5 neuen Bundesländern und in Berlin eilen die Hausfrauen jetzt in die Küche und setzen die Kartoffeln auf oder tun die Klöße ins siedende Wasser oder machen Reis und Spaghetti oder ein paar Kartoffeln. Was mich da interessiert, was mag jetzt in dieser Minute Hella von Sinnen tun?
Ich meine, geht sie jetzt in die Küche oder geht die Cornelia in die Küche oder gehen sie beide? Na, du hast aber Sorgen. Na ja, das ist doch richtig. Also zurück von der Bratröhre ganz schnell zur Fernsehröhre. Ja, liebe Zuschauer, liebe Gäste im Kulturkongresszentrum hier in Gera, nun ist es soweit. Noch einmal und zum letzten Mal ein ganz herzliches Dankeschön für all das Lob, aber auch für die Kritik in den vielen Jahren zwischen Frühstück und Gänsebraten. Ja, was dürfen wir Ihnen wünschen nach 35 Sendungen? Also ich denke, Selbstvertrauen, Mut und vor allem Gesundheit. Ja, und ich hätte eine Bitte für uns, wenn im nächsten Jahr um diese Zeit, wenn Sie vielleicht etwas liebevoll an uns beide denken würden. Denn eins weiß ich ganz genau. Denn eins weiß ich ganz genau, wir werden immer und jederzeit an Sie, unser treues Publikum, zurückdenken. Ja. Frohe Weihnachten Ihnen allen, wünschen von ganzem Herzen Ihre Margot Ebert und Ihr Heinz der Quermann. Schöne Traum durch die